Leute, heute sind wir wieder unterwegs. Diesmal, wie ihr sehen könnt, mal wieder an einem Bunkersystem. Diesmal ist es kein Bunkersystem aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern der ehemaligen Sowjetunion. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt hier finden können, wie weit es reingeht und ja, was uns einfach so erwartet. Bis gleich. So, ich bin jetzt runtergegangen durch das Loch. Bisschen nach unten und jetzt kommt hier praktisch so ein Durchgang, wo so einen längeren Gang nach hinten geht. Und den müsste ich jetzt eben gehen. Und dann schauen wir mal, was da hinten kommt. So, jetzt sind wir drin. Jetzt gehen wir mal hier diesen langen Weg nach unten. Man merkt schon, man geht jetzt hier so ein bisschen bergab. Also es täuscht zwar vom Auge her, dass das gerade geht, aber man geht auf jeden Fall nach unten. So, ich bin jetzt hier den Gang weitergegangen und jetzt kommt wieder hier so eine Durchgangsluke. Und hier jetzt wahrscheinlich jetzt in den Dieselgeneratorraum kommen, so wie das aussieht. So, jetzt bin ich hier durchgekrabbelt. Und jetzt seht ihr hier die großen Tanks. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sprit oder einfach nur Wasser war. Es ist auf jeden Fall russische Schrift dran. Können wir nochmal sehen, was es jetzt übersetzt bedeutet. Weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, dass es wird wahrscheinlich eher Wasser gewesen sein. Hier seht ihr auch nochmal diese Luke. Mal gucken, ob euch das hier... Die kann man hier nämlich zumachen. Jetzt nehme ich hier zu. Lässt sich also alles noch bewegen. Kann aber eigentlich keiner verschließen, weil hier die Hydraulik fehlt, um das zuzumachen. Ja, alles Mögliche hier an Leitungen. Aber das sind hier nämlich eigentlich alles Wasserrohre. Vielleicht wurde das hier zum Teil dann erhitzt auch. Für Warmwasser. Aber das müsste eigentlich alles Wasser sein. Wobei das hier halt so schmierig, fettig ist. Vielleicht ist es doch Öl. Ja. Ich glaube doch. Nee, es müsste Öl sein. Öl, Kraftstoff, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht lesen. Okay, gehen wir mal weiter. Hier wieder Generator gestanden haben. Ja, da muss das doch irgendwas mit Kraftstoff da hier zu tun haben. Weil Wassertanks sind ja viel, viel größer im Normalfall. Jetzt kommen jetzt hier riesige Gänge. Ui, hier ist aber alles verbrochen. Ui. Aha. Ach, okay. Da hinten machen wir irgendwie einen Hauptzugang. Was ist jetzt hier alles reingekippt? Okay, Luft ist hier eigentlich okay. Also die Bewetterung, sage ich jetzt mal, wie es man jetzt im Bergwerksjargon nennt, ist hier absolut in Ordnung. Also hier ist auf jeden Fall ein Durchzug. Natürlich ein bisschen verfranzen. Hier muss ich jetzt gucken, dass ich hier den Überblick behalte. Ja, viele, viele Gänge. Hier war scheinbar Lagerraum. Und hier wahrscheinlich auch. Zumindest noch ein paar Regale drin. Diese Türen sind auch wieder gewaltig. Ja, hier waren irgendwie mehrere Dieselgeneratoren. Hier Notstrom.
Strom dann gesorgt haben. Da ist natürlich alles schon demontiert. Hier überall noch die russische Schrift. Ja, hier ist jetzt auch ein ganz großer Raum irgendwie. Weiß nicht, ob das so ein praktisch wie eine Art so ein Lagerraum. Das sind so komische Platten irgendwie. Hier unten ist auch für die ganze Kabellage. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Raum. Ich denke mal, das wird hier so eine Art Tagungsraum oder wie nennt man das, Lagerraum gewesen sein. Wenn jetzt irgendwie es akut wurde, dass man dann da die allgemeine Lage besprochen hat. Ja, überall solche kleinen Zwischenräume. Oh hey, hier geht's die Treppe hoch. Ach du grüne Neune. Ja, wir sind halt nach unten gegangen, ne? Hier auch nochmal irgendwie so ein Rohr. Okay, konnte man wahrscheinlich was von oben einfach nach unten fallen lassen. Ja, hier auch nochmal wieder so ein riesen Tank. Da gehen irgendwelche Leitern nach oben. Also es ist vollkommen neu für mich, die Anlage. Also das alles, was im Kalten Krieg ist, habe ich in der Form noch nicht erkundet. Eigentlich alles, was so Erster und Zweiter Weltkrieg ist. Aber hier konnte man jetzt irgendwie einzelne Leitern hoch. Ich versuche mal jetzt hier hochzugehen. Was wir jetzt hier sehen. Oh hey. Ein bisschen. So. Ja, irgendwie wahrscheinlich so Wartungseingänge. Auch die verschiedenen Farben, so bin ich auch total, finde ich auch total ungewohnt. Diese farblichen Markierungen hatten ja dann auch irgendwas zu sagen, damit sich die Soldaten wahrscheinlich schneller zurechtfinden. Okay, jetzt sind wir praktisch einmal in den Kreis gegangen, stelle ich gerade fest. Das war jetzt nämlich der große Lagerraum, würde ich halt sagen, ob es ein Lagerraum war. Ob es so ist, weiß ich nicht. Okay, so, jetzt müssen wir mal eben gucken, weil da gab es jetzt gerade eine Treppe. Ah ja. Okay, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Aber das ist echt krass, weil man ist nach unten gegangen, systematisch jetzt, in dem Haupttunnel. Und jetzt geht man einfach hier hoch. Also muss man schon wieder sehr weit nach unten gegangen sein vorhin. Jetzt wieder eine komplette Etage. Auch wieder riesig, 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 riesig. Das ist jetzt hier auch mega interessant, hier ist wahrscheinlich eine Schleuse. Hier ist eine riesige Drucktür. Dann kommt die nächste riesige Drucktür. Und dann kommt noch eine Drucktür. Und die sind so massiv. Das ist wirklich krass. So, ich hoffe, ich könnte es erkennen. So, das kann man leider nicht mehr bewegen. Aber wahrscheinlich, ich hätte mir die Kopflampe mitnehmen sollen, das ist wieder typisch. Weil ich jetzt erst nicht gedacht habe, dass man
hier runterkommt. Aber man kann die bewegen. Oh, die ist so massiv. Also man braucht schon echt wirklich Power. Das ist wirklich krass. Ein Riesending. Und so geht das jetzt hier weiter. Hier die nächste. Die ist natürlich nochmal deutlich krasser als... Gucken wir mal hier einmal rum. Ja. Man kann das nochmal sehen. Die ist auch so gebogen. Geht von alleine wieder zurück. Die ist so gebogen, wahrscheinlich hat das halt einen bestimmten Grund, wenn mal hier irgendwie eine Explosion oder so war, dass das wahrscheinlich ein bisschen diese Wölbung halt, das abmindert, die Explosion, die Druckwelle halt. Ne? Also kann ich es mir erklären irgendwie. Aber wenn ihr hier guckt, ne, das ist so massiv, das sind hier locker 10 cm sind das vielleicht bestimmt. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Ja, habe ich in der Form noch nicht gesehen. So, und jetzt ist hier praktisch noch so ein Zugang. Es gibt, glaube ich, sogar noch eine Etage irgendwo. Aber ja, hier hinten ist, glaube ich, zugeschüttet. Das ist immer so. Ach, hier ist noch eine Schleuse. Oh hey, aber das sieht irgendwie so aus wie eine Waffenkammer, weiß ich nicht. Naja, Waffenkammer nicht, aber vielleicht Munition. Das könnte sein oder irgendwas Wichtiges halt, wenn da noch eine Drucktür ist. Okay, ja, und hier seht ihr. Eigentlich zugeschüttet. Ja, hier hinten ist zugeschüttet. Kann man wahrscheinlich auch von oben rein. Aber jetzt nicht mehr. Also hier gibt es so viele Räume und ich bin schon auch irgendwie kurz und quer gegangen, was auch nicht so schön ist. Auch hier eine riesige Halle jetzt. Ja, riesig. Keine Ahnung, was da jetzt hier war oder war das immer so ein Lagerraum? Ein Riesending. Das könnte ein Lagerraum gewesen sein, wo wir keine Ahnung, wie viele Leute Platz genommen haben. Dann kann man hier nochmal rübergehen. Ja, das sind auch wieder solche. Das ist so ein Durchgang hier. Ach Gott. Ui.
So, jetzt gehe ich erstmal wieder Richtung Ausgang. Die Treppe runter. So, das war klar, oder? Hier jetzt irgendwo, ja. Da muss ich nochmal durch. Gut, okay, aber ich habe es relativ schnell gefunden. So. Und dann melde ich mich gleich nochmal oben. So Leute, wie ihr seht, ist das hier der letzte Abschnitt, wo ich gerade durchkrabbel. Das war eine riesige Anlage, hatte mehrere Etagen. Es gibt, wie gesagt, glaube ich, noch eine dritte Etage, die ich jetzt aber so erstmal noch nicht gefunden habe. Aber war mega interessant. Und ich sehe zu, dass ich jetzt hier rauskomme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!